So, dann haben wir das. Guck mal, mit den Lasergeschützen und Feuerraten kommen wir auch gut voran. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt automatisch nochmal Geschütztürme. Bäh. Bäh, bäh. Komme ich jetzt wieder raus? Ohne alles kaputt zu machen. So. Dann würde ich sagen, machen wir die mal hier. Die nehmen wir nicht allzu viel Platz weg. Und dann haben wir einmal Batterien. Und wir haben einmal elektronische Schaltkreise. Die müssen wir uns dann mal von unten holen. So. Und Stahlträger haben wir dann auch noch. Der ist falsch rum. Der ist auch falsch rum. Der ist auch falsch rum. So, Stahlträger brauchen wir noch. Die haben wir wo? Die haben wir hier. Das heißt, hier führen wir das nochmal durch. Nehmen hier nochmal einen raus. Und dann fahren wir da nochmal die Stahlträger mit drauf. Und hier fahren wir einmal die Batterien mit drauf. Beziehungsweise fahren nur die Batterien darauf. So, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und dann setzen wir hier eine Produktionsanlage. Ist so geil mit Kuh. Der Hammer. Ist total einfach. Hammer geil. Den nehmen wir. Haben wir noch rote? Haben wir noch. So, dann machen wir hier automatisch Lasergeschütztürme. Und packen die in der Anbieterkiste. So, davon reicht uns erstmal ein Stack. Und die brauchen wir dann für die Zukunft. So, wie sieht das hier hinten aus? Was fehlt hier? Prozessoren fehlen hier. Das leidige Thema. Und warum gibt es keine Prozessoren mehr? Was fehlt hier? Solder fehlt. Und warum fehlt Solder? Wo machen wir Solder? Hier machen wir Solder. Und hier fehlt Blei. Und Blei fehlt, weil Bleiplatten fehlen. Und Bleiplatten fehlen, weil kein Blei mehr da ist. Richtig. So, das heißt, wo kriegen wir Blei her? So, das einzige Bleifeld, was so wirklich so einigermaßen in der Nähe ist, ist quasi schon eher ziemlich weit weg. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit der Bahn arbeiten. Und brauchen dann dafür einen Bahnhof. Den wir dann quasi hier hinsetzen. Sagen. Oh, hier ist auch. Achso, da geht es einfach noch nicht weiter. So, dann brauchen wir eine Haltestelle. Hatten wir noch eine von? Genau. So, und dann brauchen wir auch noch einen Zug, den wir nicht mehr machen können. Richtig, weil da fehlen Motoren. So, das heißt, wir setzen hier einen Zug hin. Dann machen wir dann nur einen Anhänger dran. So, halt, da klicken. Einen Anhänger. Und den anderen Zug setzen wir dann hier hin. Und dann haben wir noch mal Kohle in der Tasche. Haben wir nicht. Haben wir Holz in der Tasche? Ja. Das heißt, dann kriegt er erstmal Holz hier. Das will er nicht. Toll, funktioniert das nicht so. Okay. So, das heißt, wir müssen dann noch mal eine Bleiabbaustelle bauen. So, erstmal muss da ein Zugsignal hin. Und hier muss ein Zugsignal hin, da ist schon eins. Das hier muss ein Kettensignal hin und hier muss ein Kettensignal hin. Und dann war es das auch schon. So.
So, hier oben haben wir unser Bleifeld. Das heißt, da setzen wir einfach mal ein paar Erzförderer drauf. So. Und dann bauen wir das einfach mal ab. Dann haben wir wieder unsere Beladestation. Dafür setzen wir erstmal wieder die Schiene mit der Haltestelle. Jetzt geht das wieder in die Hose. So, dann müssen wir hier wieder Signale setzen, und zwar einmal das Einfahrtssignal und das Ausfahrtssignal. Wenn es ums Ausfahren geht, haben wir da ein Signal, dann machen wir hier nochmal ein Kettensignal, nimm den da weg. Obwohl, da können wir auch... So, können wir auch das da lassen. So, und hier müssen wir da auch nochmal ein Kettensignal setzen. Da ist ein Signal, dann sollte das eigentlich passen. Okay, so, dann müssen wir die Beladestation einmal setzen. Halt. Und zwar die hier, dafür brauchen wir erstmal eine Zughaltestelle. So. Die nennen wir dann Blei einladen. Und was kriegt die für eine Farbe? Das ist doch eine schöne Farbe. Dann nochmal die Beladestation. Genau. Und zwar an dieser Stelle. Davon können wir uns dann die Hälfte sparen von der Station. So, der Strommast muss natürlich sitzen bleiben. So, dann machen wir hier mal Strom. Okay, so, dann kommt hier nochmal ein Teiler davor und dann fahren wir mit dem Blei da rauf und dann haben wir das. So, dann müssen wir die eine Lok nochmal, achso, die können wir ja von hier einstellen, indem wir einfach da hingehen und sagen, das nehmen wir nochmal um, das ist dann Blei ausladen. Okay, und die kriegt dann auch mal so eine schöne Farbe und die Züge kriegen auch so eine schöne Farbe. So, dann machen wir hier von Blei einladen bis Inventar voll und Zeit vergangen. Machen wir plus Blei ausladen bis Inventar leer. Und dann geht's los. Sehr gut. Das ist das. Dann müssen wir den Zug irgendwie nochmal mit Treibstoff befüllen. So. Und so. Und Kiste. Der braucht noch Strom. Okay. Die andere Lok müssen wir auch noch befüllen. Die habe ich jetzt vergessen. So, dann machen wir hier manuelle Abfahrt. Gucken wir, wie das funktioniert. Zack. So, dann müssen wir das Blei hier noch wieder ausladen und dann verarbeiten. Upsala. Das
heißt, wir nehmen wieder die Entladestation. Das ist eine B-Ladestation. Das ist eine komplette Station. Haben wir wohl keine Entladestation noch nicht eingepackt. So. Und schon gibt es wieder Bleiplatten. Dann machen wir das lieber so. Machen hier einen Einer-Balancer ran. Kriegen wir auf jeden Fall die Entladung einigermaßen gebalanced. Der macht auch nichts mehr. So, jetzt gibt es auf jeden Fall wieder Bleiplatten. Das ist schon mal sehr gut. Damit gibt es auch wieder Solder. Ja, das wird sich immer wieder auf einregeln. Auf jeden Fall geht es schon mal ein bisschen weiter jetzt. Da fehlt wohl eine Kiste zum Bauen. Dann stellen wir die Kisten mal zur Verfügung. So, jetzt geht's auch wieder weiter mit Prozessoren. Das ist sehr gut. So, da wird jetzt gerade die Kiste gebaut. Plupp, da ist sie. Oh, sehr gut. Das läuft denn, ja. So, wie groß ist das Feld? 900, ne? 730. Ich glaube, an Eisenmangel ist jetzt aktuell nicht. Das haben wir ganz gut in den Griff gekriegt mit dem Eisen. Hier wird überall nichts mehr abgebaut, weil wahrscheinlich die Züge hier unten am Entladen sind. Wo ist das denn? Da. Das heißt, einer ist in Warteposition. Die anderen entladen gerade. Aber hier ist auch alles voll mit Eisenplatten und Stahlträgern. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Hier unten läuft das auch. Wahrscheinlich läuft das hier. Läuft das wahrscheinlich nicht. Woran hakt das hier? Ach, hier hakt es auch am Solder. Jetzt wird sie aber gleich wieder einregeln, weil die dritte... Ah, guck mal, jetzt ist das schon soweit. Die dritte Fabrik kriegt natürlich erst was, wenn das hier oben, das Band langsam voll wird. Oh. Der Batterieverbrauch durch unsere Produktion der Lasergeschütztürme ist rapide gestiegen, würde ich sagen. Die haben jetzt gut zu tun, die Batterien, beziehungsweise Batteriefabriken. Okay. So, dann haben wir, denke ich mal, mit dem Blei ordentlich vorgesorgt. Gucken wir nochmal, was die Kupferproduktion macht. Wir können auch hier nochmal gucken, was unsere Uranproduktion macht. Es geht auf jeden Fall voran, so wie es aussieht. Mit dem wichtigen Uran. Was müssen wir denn hier noch machen, damit wir unser erstes Atomkraftwerk bauen können? Der Kernreaktor braucht jede Menge Beton, Stahlträger, erweiterte Schaltkreise und Kupferplatten. Das heißt, von dem Beton weiß ich nicht, wie viel wir da schon von produziert und weggepackt haben. Ich habe nochmal geguckt, es gibt eine Mod, mit der man die Erze löschen kann. Also quasi so einkreisen und dann sind sie weg. Ich weiß nicht, ob ich das mal machen werde hier. Irgendwie sieht das kacke aus. Wo sind denn hier die Steine? Sind die noch weiter vorne? Da sind sie. Das heißt, da stellen wir Beton her. Und in der wird noch gar nicht hinlaufen brauchen. Sind 3600 Beton in der Kiste. Das ist schon mal gut. Haben wir denn schon mal einiges? Und hier Lasertürme gehen auch voran mit der Produktion. Hier können wir uns noch mal kurz entleeren, was wir da alles nicht mehr brauchen. So, die Blueprints packen wir hier noch mal in das Blueprint-Buch.
können wir einmal noch kurz die Lasertürme austesten. Haben wir hier immer noch ein Buggy rumstehen? Nicht so aus. Können wir einbauen? Ja. Können wir mal einen Panzer bauen, mit dem Panzer rumfahren? Aber Panzer ist nicht so geil. Wir brauchen was zum Verfeuern. Mit Blei können wir nicht verfeuern. So, das ist der Panzer. So, dann machen wir nochmal Laser-Geschützturm-Feuerrad in Nummer 7. So. That's the tank. So, da kann man besser mit durch den Wald fahren, aber ansonsten ist er einfach langsamer. So, dann kann man dem noch Flammenwerfer und Panzerkanonen geben. Und dafür braucht er viel mehr Treibstoff. Und im Bremsen ist er auch nicht so die Kanone. So, was wir jetzt machen können mit diesen Lasergeschütztürmen. Da muss ich natürlich Strom immer mitnehmen, wenn man denn Aliens besuchen geht. Aber man braucht keine Munition mehr auffüllen. So. Wenn wir jetzt Bauroboter an der Tasche hätten, könnten wir einfach uns so ein Blueprint machen, wo man quasi die Kanonen und Geschütztürme hier so mit drauf hat und bumm, fertig. So, die Yogi-Geschütztürme wollte ich ja auch irgendwann nochmal machen und ausprobieren. Auf jeden Fall sind die Laser-Geschütztürme, die sind schon mal geil. Schon mal ein bisschen besser als die normalen Geschütztürme. Aber man muss mal Strom dabei haben. Das ist der kleine Nachteil dabei. So, und so kann man dann ganz einfach Beißernester wegbekommen. Das Ganze geht natürlich auch auf Stromnetz. So, so sieht's aus mit den Lasergeschütztürmen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao, ciao!